Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja. Oh, guck mal. Oh, der ist ja nette Krimskrams hier. Das Schöne an diesen Kappen ist, wenn man den Deckel hochklappt, kommen kleine rechteckige Bonbons raus, die ein wenig nach Seife schmecken. Ich glaube, da verwechseln Sie Fees mit etwas, was so ähnlich klingt. Wie kann ich sicher sein, dass all dieser Krimskrams, den Sie verkaufen, echt ist? Mein Herr, wir von der Krimskrams Handelsgesellschaft garantieren für die Echtheit und Realität von allen Stücken, die wir hier verkaufen. Falls Sie feststellen, dass etwas, was Sie bei uns gekauft haben, tatsächlich eine Illusion oder auf irgendeine Weise nicht real ist, geben Sie es uns bitte sofort zurück und wir erstatten Ihnen, ohne Fragen zu stellen, den kompletten Kaufpreis. Ah, das ist wie bei Indiana Jones 4, ne, der Dings. Das heißt, wir können hier jetzt irgendwas kaufen. Mir gefällt dieses Glas voller Krimskrams. Aber haben Sie ihn auch in Dosen? Es ist verblüffend, dass Sie das fragen, denn ich habe erst heute Morgen einige bestellt. Leider werden Sie erst nächste Woche hier sein. Okay. Moment mal, ist das ein echter Teddy Roosevelt Teddybär? Circa 1902? Ja, sie sind sehr selten. Er steht vielleicht sogar auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Antiquitäten. Was ist das für eine Stickerei auf dem Teddybär? Ein geschlossener Kreuzstich oder doppelter Nadeldudelstich? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist klar. Können Sie mir etwas über diese Fähnchen erzählen? Ja, das sind die Fähnchen, die Kaiser Theodosius höchstpersönlich bei der Olympiade im Jahre 393 geschwenkt hat. Wow. Es gibt eine historische griechische Anweisung, die besagt, ein weiser Mensch sollte immer einige Fähnchen in der Tasche haben, nur für den Fall, dass eine Parade vorbeizieht. Komisch. Im Laufe meines Lebens habe ich die meisten Klassiker gelesen, aber ich erinnere mich nicht je auf diese Geschichte gestoßen zu sein. Doch, es ist eine von den eher obskuren. Ach so, von den obskuren, okay. Gut, gehen wir weiter. Wo kann man denn noch hingehen? Geht's da irgendwo lang? Nö. Ein schwarzer Mann. Noch ein schwarzer Mann. Da ist keiner. Warte mal, was stand da für ein Name drauf? Moment mal. Da warte. Ach, Grande Fromage. Ich hatte gedacht, ich habe der Grimm für Tango gelesen. Erst rein, wenn jemand die Tür aufschließt. So, wo kommen wir hier hin? Oh, hier ist Party. Hi, Süßer. Willkommen in der Taverne. Ich bin Bär, Bär. Ist da irgendwas, was ich für dich tun kann, Süßer? Vielleicht was Süßes? Lass es mich nur wissen, okay? Danke, Bär. Was haben wir hier? Geheimsoße. Achtung, kann bei Alligatoren Müdigkeit erzeugen. Okay, und das hier? Rote Beete-Wonne. Riecht aber komisch. Wahrheitsgemäße Werbung. Taugt das Essen hier etwas? Nun, ganz unter uns, Süßer. Sagen wir mal, dass es kein Zufall ist, wenn du keine Ratten in diesem Stadtteil siehst. Was? Wie läuft das Geschäft seit der Milchknappheit? Einige unserer Kunden hatten Schwierigkeiten bei der Entwöhnung. Aber ich leide sowieso unter Kuhmilchallergie. Also hat es mich eigentlich nicht betroffen. Okay. Was ist er hier? Sie spielen also gerne den Tango. Oh ja, der Tango geht so richtig ab, Mann. Außerdem habe ich keine anderen Noten. Okay. Da steht Unterhaltung der Tango. Schätzchen, 60 Tage Tango tanzen hintereinander ist keine Unterhaltung mehr. Okay, die brauchen Abwechslung. Sowas zum Beispiel. Schade. Kommt normal. Bitte. Wer sagt denn da aufhören, bitte? Jetzt nur die Herren. Und jetzt die Damen. Okay, alle zusammen. Guten Tag. Interesse an einem kleinen Quartettspiel, Herr... Fox. Spy Fox. Ich habe gelegentlich Quartett gespielt. Ist das dein Bauch hier unten? Sie sind
Eberhard W. Speckschwart. Ach so. Mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, mein Guten Herr. Tag. Was halten Sie davon, wenn wir dieses Spiel ein wenig interessanter machen? Möchten Sie vielleicht um Krimskrams spielen? Leider habe ich nichts dabei, was man als Krimskrams bezeichnen könnte. Wie schade. Warum kommen Sie nicht wieder, wenn Sie etwas Krimskrams als Einsatz dabei haben? Dadurch wird das Spiel viel interessanter. Okay, dann hole ich mal schnell Krimskrams. So, ich hätte gern... Mir gefällt dieses Glas voller Krimskrams. Aber haben Sie ihn auch in Dosen? Es ist verblüffend, dass Sie das fragen, denn ich habe erst heute Morgen einige bestellt. Leider cool. Werden Sie erst nächste Woche hier sein. Oder, ja. Also, was kostet ein Glas voller Krimskrams heutzutage? Normalerweise 20 Drachmen, aber da Sie es sind, wie wäre es mit 50? Hört sich gut an. Was? Ich nehme es. 15 oder 50? Es waren aber nur 4. Bitte sehr, mein Herr. Nun, vielen Dank. Ja, okay. So, jetzt haben wir Krimskrams, dann können wir jetzt ein hübsches Spielchen wagen. Pass auf. Möchten Sie vielleicht um Krimskrams spielen? Na, aber sowas von. Zufällig habe ich ein ganzes Glas voller Krimskrams dabei. Na, ausgezeichnet. Mir gefällt ein Fuchs, der bereit ist, um Krimskrams zu spielen, das gegen ein Schwein, das gerne Quartett um Krimskrams spielt. Legen Sie Ihren Krimskrams auf den Tisch und wir fangen an. Legen Sie Ihren Krimskrams auf den Tisch und wir fangen an. So, hier ist mein Krimskrams. Sie spielen also gerne um Krimskrams, eh? Na gut, meinetwegen. Hier ist mein Krimskrams. Lassen Sie uns spielen. Das ist ein hübsches Stück Krimskrams, was Sie da haben. Ich spiele mit diesem hier. Was ist das denn? Okay, Quartett waren 4 gleiche, ne? Wie war das? Haben Sie Damen? Ha, Karte abheben. Haben Sie Buben? Karte abheben, Herr Speckschwart. Haben Sie Zehner? Oh, tut mir aber leid. Haben Sie Neuner? Nein, Karte abheben. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Dreier? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Könige? Karte abheben. Tja, tut mir leid. Haben Sie Asse? Karte abheben, Mr. Fox. Der hat ja nix, hat der. Haben Sie Damen? Mist. Haben Sie Fünfer? Karte abheben. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Haben Sie Vierer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. So, pass auf. Haben Sie Damen? Ich jawohl. Liebe dieses Spiel. Jawohl. Wir sind nah am Gewinn. Haben Sie Zehner? Karte abheben, mein Herr. Ja, da kommt der Zehner. Mist. Haben Sie Dreier? Haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. Okay, hat Dreier und Zweier. Haben Sie Buben? Haben Sie Sechsen? Nein, Karte abheben. Haben Sie Asse? Haben Sie Könige? Karte abheben, Herr Speckschwart. Das Dumme ist, ich darf dann auch nicht danach fragen, ne? Haben Sie Siebener? Ha, Karte abheben. Haben Sie Fünfer? Ach, das ist es, du hast doch geschummelt, hast du. Haben Sie Zweier? Karte abheben. Ach so, Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Mist. Haben Sie... Siebener? Ach, komm. Haben Sie
Asse? Nein, Karte abheben. Haben Sie Dreier? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Okay. Haben Sie Buben? Karte abheben, Mr. Fox. Ich habe immer Glück, wenn es um Karten geht. Yes! Ich liebe dieses Spiel. Da schwitzt er aber. Wie wär's denn? Haben Sie Neuner? Nein, Karte abheben. Haben Sie Zweier? Karte abheben. Aber die Sieben hole ich mir wieder. Haben Sie Siebener? Heieieiei. Haben Sie Achter? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Könige? Och komm, jetzt hat ein Quartett. Haben Sie Vierer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Neuner? Yesas. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Und jetzt kommt die Zehn. Ach, ein Ass. Haben Sie Asse? Haben Sie Fünfer? Sagten Sie nicht, Sie wären gut in diesem Spiel? Karte abheben. Haben Sie Dreier? Karte abheben, mein Herr. Ich kann ja nichts hier. Haben Sie Zweier? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Ah, wie erfreulich. Haben Sie Vierer? Karte abheben. Ah, wie erfreulich. Mist. Bei Gott bin ich gut. Haben Sie Fünfer? Nein, Karte abheben. Haben Sie Zehner? Yes. Damit wäre ein Vierer voll. Haben Sie Neuner? Ha, Karte abheben. Das passt mir sehr gut. Haben Sie Asse? Karte abheben, Herr Speckschwart. Ah, wie erfreulich. Ich muss mich entschuldigen, mein Herr. Ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Haben Sie Könige? Karte abheben. Ah, wie Mist. Erfreulich. Eine himmlische Partie. Haben Sie Fünfer? Karte abheben, Herr Speckschwart. Ah, der macht es doch selber fertig gerade. Okay, Dreier. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Dann jetzt ich. Och. Haben Sie Sechser? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hoffentlich verlieren Sie nicht zu schnell den Mut, mein Herr. Haben Sie Zweier? Hübscher Versuch. So, jetzt kriegst du den Fünfer. Abheben. Jetzt kriegst du den Fünfer rein. Haben Sie Fünfen? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Haben Sie Achter? Das ist aber ein lustiges Spiel. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. So. Haben Sie Neuner? Ha, Karte abheben. Yes. Damit wäre ein Vierer voll. Haben Sie Dreier? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Zweier? Ist doch klar, dass er fragt. Ah ja, wieder ein Vierer für mich. Gewonnen! Oh, richtig. Sie verlieren nie. Es gibt für alles ein erstes Mal, Speckschwarz. Habe ich jetzt gewonnen? Ah, nee. Na gut, Herr Speckschwarz. Mal sehen, wer diesmal gewinnt. Sie sind ein guter Spieler. Ich wollte jetzt nicht spielen, ich warte mal. Ich verlasse einen so herausfordernden Gegner ungern, aber ich muss jetzt größere Fische fangen. Haben Sie etwas dagegen, aber wenn ich hätte reden können, Glas Krimskrams hier lasse? Nur zu, kommen Sie jederzeit zurück. Warte mal, der redet doch. Moment. Möchten Sie vielleicht um Krimskrams spielen? Legen Sie Ihren Krimskrams auf den Tisch und wir fangen an. Der ist da schon drauf. Da. Na gut, Herr Speckschwarz. Mal sehen, wer diesmal gewinnt. Sie sind ein guter Spieler. Da oben war nämlich eine... Warte mal. Jetzt kann ich Herrn Speckschwarz nach einigen Leuten fragen, die ich auf der Insel getroffen habe.
Und wie? Ach, hier. Nee, hä? Wie geht das? Sie sind zwar ein scharfsinniger Spieler, aber ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich trotzdem gewinne. Ich habe gegen fast jeden hier auf der Insel gespielt, mein Herr. Aber mir ist noch niemand begegnet, der so spielt wie Sie. Ja, ist klar. Trotzdem, Unser Spiel wird bis später warten müssen. Ich muss los. Aber natürlich. Falls Sie wieder spielen wollen, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Okay, da ist noch zu. So komme ich erst rein, wenn jemand die Tür aufschließt. Okay, das kriegen wir hin. Deckparty, nur mit Einladung. Das ist aber ein hübscher kleiner Vergnügungsdampfer. Gehört er Ihnen? Oui, Monsieur. Deshalb stehe ich hier draußen auf einem Podest an diesem schmutzigen, von Möwen verdreckten Kai und unterhalte mich mit Möchtegern-Schickeria-Typen wie Ihnen. Es ist also nicht Ihr Boot. Nein, es gehört meiner Chefin. Okay, wer ist die Chefin? Und wie ist der Name dieser wunderschönen Hochseejacht? MS sofort aufgrund, aber wir überlegen uns, sie umzutaufen. Und wie? Also, was machen Sie hier? Ich bin das, was Monsieur vielleicht als besserer Türsteher bezeichnen würde, aber ich betrachte mich lieber als charmanten und allmächtigen Pförtner. Sie sieht nach einer ziemlich schnittigen Yacht aus. Schnittig ist untertrieben, Monsieur. Unbeschreiblich luxuriös wäre eine bessere Beschreibung. Hier bewahre ich meine Notizen auf. Pardon, Monsieur, aber wo wollen Sie eigentlich hin? An Bord. Offensichtlich macht Monsieur einen kleinen Witz. Nein. Niemand, aber auch niemand darf an Bord der MS sofort auf Grund gehen, ohne goldumrandete, mit Wachsiegel versehene, auf teurem, geprägten Papier gedruckte, handgeschriebene Einladung. Ach so. Haben Sie eine davon, Monsieur? In der anderen Hose. Nicht. Dann tut es mir leid, Monsieur. Machen Sie es wie ein Flugzeug im Bermuda-Dreieck und verschwinden Sie. Das ist aber gemein. Damit kann ich Informationen über die Deckparty sammeln. Aha. Können wir hier hinten nochmal hin? Ich muss unbedingt auf dieses Schiff. Haben wir hier irgendwas übersehen? Wenn wir hier hin können, dann ist doch bestimmt irgendwas noch los. Es muss einen Weg geben, um auf dieses Schiff zu kommen. Okay. So, es gibt jetzt, wie viele Leute, mit denen wir reden können? Eigentlich zwei. Der zeigt uns immer nur obszön seine Brust. Ihn könnten wir, glaube ich, befragen. Warte mal. Das geht doch bestimmt, ne? Ah. Mir ist aufgefallen, dass eine Party auf dem großen Schiff im Hafen im Gange ist. Aber wie ich höre, kommt man nur mit einer Einladung an Bord. Das stimmt. Tatsächlich gehe ich hin, sobald ich mit der Arbeit fertig bin. Oh, aha. Sie haben also eine Einladung? Aber sicher doch. Eine richtig aufgemotzte sogar. Möchten Sie sie sehen? Aber ja, ich würde sie mir sehr gerne ansehen. Warte mal. Können wir uns die kopieren? Hier ist der Kopierer. Ich kann die Einladung nicht kopieren, wenn er mich ansieht. Vielleicht kann ich etwas tun, um ihn abzulenken. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie während der Touristensaison gut zu tun haben. Ehrlich gesagt, nein. Warten Sie einen Moment. Könnte das womöglich das Steuerrad der Titanic sein? Ich habe das blaue Gefühl, dass es möglich wäre, mein Herr. Wissen Sie, Professor Quack könnte dieses eventuell für eine seiner Erfindungen gebrauchen. Mein Herr, ich würde davon abraten, so etwas als Geschenk zu überreichen. Oder muss ich was kaufen? In meinem Leben brauche ich momentan etwas Richtungsweisendes. Ich glaube, ich kaufe dieses Steuerrad. Lassen Sie es mich für Sie einpacken. Warte. Könnt's jetzt? Ach, was soll's.
Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier ist nicht nur der hiesige Krimskramstand. Es ist auch das Meeresmuseum dieser Insel. Und ich darf die Ausstellungsstücke nicht berühren lassen. Ach so, da kriegen wir das gar nicht. Aber bezahlt habe ich... Ach so, okay. Aber warte mal, wir haben eine Karte. Wir können darauf. Hier, mein lieber Wiesel. Ich zeig dir was. Nicht schon wieder Sie. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Dies ist eine private Party und ohne Einladung darf ich Sie nicht an Bord lassen. Tja. Merde, die Frechheit, die manche Leute besitzen. Da könnte man meinen... Ha! Zeigen Sie das R. Unterzeichnet Frau Ruskas. Monsieur, es ist uns eine Ehre, Sie heute bei uns an Bord zu begrüßen. Sie können gerne kommen und gehen, wie Sie wollen. Tja, sowas aber auch. Ich danke Ihnen. Wie liebenswürdig von Ihnen. Was für ein Wiesel. Ich hoffe, Monsieur haben einen angenehmen Aufenthalt. Und wenn ich Monsieur auf irgendeine Weise noch mehr in den Rhein kriechen kann, dann mir Monsieur hoffentlich. Aber selbstverständlich. Kriech mal, kriech. Eieiei, Party. Das ist also die Deckparty. Bevor ich mich unter die Gäste mische, sollte ich Marquis Penny Bescheid geben, dass ich hier bin. Spy Fox an mobile Einsatzzentrale. Bitte bereithalten. Hi, Spy Fox. Wie geht es mit dem Auftrag voran? Ich habe es gerade auf die MS sofort auf Grund geschafft. Ich werde mich jetzt umsehen. Gut. Halten Sie die Augen auf nach Hinweisen über die Lage von Billys geheimer Festung. Wenn Billys Festung so geheim ist, wie kommt es dann, dass wir davon wissen? Wir sind Spione, Spy Fox. Es ist unser Job, das zu wissen. Und genau. Wir sind gut in unserem Job. Spy Fox. Ende. Ach, gucke mal hier. Oh. Hören Sie auf damit. Entschuldigung. Ich dachte, eine Seite fällt gleich herunter. Jetzt aber. Entschuldigen Sie, aber Sie sind mir im Weg. Verzeihung, ich dachte, ich hätte hier etwas liegen lassen. Okay, dann warte ich jetzt mal. Ah. Jetzt aber. Ich war noch nie an einer Walzerentführung beteiligt. Okay, wir haben Walzer. Wir haben Noten für unseren besten Kumpel hier. Warte mal. Also, was heißt bester Kumpel? Ne? Also, ja, den Tango-Spieler. Vielleicht kriegen wir dann einen Tango. Oh, dann kriegen wir einen Tango und der spielt dann den Tango. Ich verstehe. Ich glaube, in die Richtung wird es abdriften. So, ja. Was halten Sie davon, zur Abwechslung mal etwas Langsameres zu spielen? Wie ich schon sagte, Mann, ich würde, wenn ich könnte. Also, wenn Sie keine anderen Noten für mich haben, geht der Tango-Wahn weiter. Würden Sie mir was von Ihrer Tango-Musik gegen etwas Walzer-Musik eintauschen? Würde? Ich brauche unbedingt neue Titel. Danke. Nein, danke Ihnen. Sie sind toll, Baby. Bleiben Sie. You are awesome. Bär, gib diesem freundlichen Fuchs einen Rosenkohl-Soda und setz es auf meine Rechnung. Du hast hier keine Rechnung, Johnny. Schade. Toll, also kein Rosenkohl-Soda. Und lass mich raten.